halten. Warum nicht? Weil dann das Thema Angst, Schuld und Sühne und Ablasshandel unterbrochen wäre. Ja? Und dann können wir aus der Kohle rausgehen und die Rohstoffe für die Zukunft tatsächlich im Boden lassen. Nicht Fridays for Future auf der Straße rumlungern, sondern echt was tun dagegen. Na, ich komme zu den Aussagen des ersten Videos zurück. Was treibt diese Politik? Und hatte das schon mit zwei Überschriften beschrieben. Ausplünderung und Auslöschung. Ausplünderung haben wir im Zusammenhang mit der EU schon diskutiert. Aber immer wieder den Widersinn der bisherigen Politik erläutern. Nee, wenn wir es wirklich ernst nehmen würden, die CO2-Thematik, die sehr, sehr, sehr fragwürdig ist. Selbst wenn man die Publikation des Weltklimarats dazu nimmt. Da komme ich nachher zu einem Zitat. Ja, ich finde es diesmal etwas schneller. In climate research and modeling, we should recognize that we are dealing with a coupled nonlinear chaotic system and therefore that the long-term prediction of future climate states is not possible. TAR 2001, Seite 774, IPCC. Die Aussage ist nicht in der Summary of Policy Makers enthalten. Warum nicht? Weil dann das Thema Angst, Schuld und Sühne und Ablasshandel unterbrochen wäre. Ja? Gehen wir aber mal weiter. Nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich etwas dran. Klimawandel hat es immer gegeben, ist die Kernposition, aber dass die CO2-Thematik da eine Rolle spielt. Ich bin bei einer Aussage einer Grünen mal, wo ich mich zu bestimmten Sachthemen, nämlich die Güterelektrifizierung, geäußert habe, die Sinn machen würde, aber was wir machen, ist, wir betreiben die Personenelektrifizierung. Völliger Schwachsinn vor. Da sagte mir diese Grüne dort dann, es wäre jetzt sehr verwunderlich, dass sie auf diesen Detailpunkt, weil die Bundesregierung auf der EU geht gegen die oder positioniert sich gegen die Güterelektrifizierung, dass ich auf so einem Detailpunkt rumhacke, wo unsere Partei angeblich den anthropogenen Klimaeinfluss negiert. Habe ich gesagt, stimmt doch gar nicht. Natürlich glaube ich schon, dass es einen anthropogenen Klimaeinfluss gibt, nämlich die Überbevölkerung in der dritten Welt. Und dagegen könnte man was machen. Das ist spätestens seit Club of Rome einer der Hauptprobleme. Wird aber nicht gegen agiert, weil das ist ja Rassismus dazu. Nehmen wir mal an, wir würden da weiterbleiben und würden etwas dagegen tun. Dann lassen wir natürlich unsere Kernkraftwerke, die extrem CO2-Strom erzeugen, ran. Dann können wir auch aus der Kohle rausgehen und die Rohstoffe für die Zukunft tatsächlich im Boden lassen. Nein, wir machen das ganz anders, weil wir jetzt ja lauter Schlagworte haben. Green Deal und Wasserstoffstrategie der Bundesregierung. Da kaufen wir, wie ich jetzt gehört habe, für 2 Milliarden Wasserstoff aus Frankreich, das 70% seiner Stromerzeugung aus Kernkraftwerken, aus alten Kernkraftwerken macht. Wir schalten unsere ab und da kaufen wir Strom und damit Wasserstoff aus den Kernkraftwerken. Ich glaube es einfach nicht. Unseren Vorschlag an das Entwicklungshilfeministerium, ans Außenministerium und ans Umweltministerium, ein deutsch-russisch-ukrainisches Jugendwerk in die Realisierung zu bringen, von Deutschland gerne bezahlt, das war eine Aufgabe hat, nämlich Aufforstung. Nicht Fridays for Future auf der Straße rumlungern, sondern echt was tun dagegen. Das wäre nicht zielführend etc. Eine Woche nach unserem Brief war eine Gruppe der ETH Zürich in Berlin auf einer Pressekonferenz und hat erläutert, dass sie 30% aller menschengemachten CO2-Emissionen in der Industriezeit innerhalb von 30 Jahren durch Aufforstungsmaßnahmen weltweit rauskriegen wollen. Das will man doch gar nicht. Das ist doch der Mittel für die Umstrukturierung dieser Gesellschaft vorbei. Nehmen wir mal ein anderes Thema, Solidarität. Ich kann das Wort schon nicht hören, dann kriege ich schon mal Ohrenklinge. Aber ich bin schon dafür. Unsere Kirchenleute, wenn ich die Frau Göring-Eckardt sehe, deren Mann in einer kirchlichen
Struktur drin ist, die die Schiffe im Mittelmeer finanziert und betreibt, die ja, ich sag mal, bei den Hereinschleusen von illegalen Migranten ihren wesentlichen Beitrag liefern, natürlich wieder wegen Mitleid und Solidarität. Natürlich kann man keine Mittel mehr ersaufen lassen. Aber internationales Seerecht sagt, zum nächstgelegenen sicheren Hafen sind sie zu führen. Und das muss nicht Europa oder das deutsche Sozialsystem sein. Aber na, jetzt in der Corona-Krise und den wirtschaftlichen Verwerfungen sollte man das Wort Solidarität vielleicht doch nochmal anschauen. Zum Beispiel bin ich der Meinung, als Idee, dass bis zu einer gewissen Einkommensgrenze auf die Kirchensteuer verzichtet wird. Ja? Oder unser rot-grün öffentlich-rechtlicher Propagandaapparat. Um sich da mehr zu informieren, empfehle ich das Buch von Hans-Peter Siebenhaar, Die Nimmersatten, das System ZDF-ARD. Das bei einer deutlich angehobenen jährlichen Einkommensgrenze eine Gebührenbefreiung ist. Und im Gegenzug, ich stelle mich für die Kommission auch gerne zur Verfügung, kostenfrei, Einsparmaßnahmen bei den Pensionen und Einkommen im öffentlich-rechtlichen Bereich. Sie haben in Sachsen-Anhalt, und das soll ja auch ein bisschen Hoffnung machen, jetzt die Situation, dass die nächste Gebührenerhöhung wahrscheinlich scheitern wird, weil die CDU und die AfD dagegen stimmen werden. Wenn es nicht einstimmig in allen 16 Ländern ist, geht es nicht durch. Die Mehrheit der Bevölkerung ist übrigens der Meinung, dass auch mit den Stimmen der AfD diese Verhinderung der weiteren Gebührenerhöhung durchgeführt werden sollte. Dann verändern wir uns mal auf die oder konzentrieren wir uns mal auf mögliche Klimathemen. Es ist ja nicht nur Kernenergie, Aufforstung. Was ist mit Regenwasseranlagen, um Dürreperioden und Hochregenereignisse abzufangen? Löschflugzeuge, die Sie umrüsten können, die schnell international, weltweit einsetzen können und entsprechende Technologieentwicklung. Aber das ist, wie gesagt, ja gar nicht das Ziel. Gucken wir mal vielleicht dahinter, was könnte dahinter stehen. Und da ist immer die Frage, cui bono, die alten Römer, wem nutzt es? Und da habe ich ein ziemlich klares Bild. Ich lese Ihnen das mal vor. Das kommt aus dem Spiegel. Vom ersten NATO-Generalsekretär Hastings Lionel Baron Ismay, 1952 bis 1957, einem britischen General und Politiker, stammt das Beaumont, die NATO habe drei Aufgaben. Die Sowjetunion von Westeuropa weg, die Amerikaner in Westeuropa drin und die Deutschen klein zu halten.